Ich bekomme ist nicht recibo. Das ist ein ganz, ganz typischer Fehler von uns deutschsprachigen Sprachschülern. Ich kann das natürlich nachempfinden. Ich weiß warum. Es geht weder in Spanien noch in Lateinamerika. Ich zeige dir jetzt, wie wir das machen. Und anschließend im zweiten Teil sehen wir, wann man denn recibo benutzt. Und wenn dir diese Art von Spanisch lernen Spaß macht, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und so lernen wir auch in meinem Live-Unterricht. Ich habe drei verschiedene Sprachniveaus, Info und Anmeldung dazu hier unten. Noch eine kleine Warnung, bevor wir anfangen. Ich habe im Hintergrund, das ist zwar draußen, aber es ist im Hintergrund, haben wir Arbeiter. Und ich habe fast eine Woche gewartet mit diesem neuen Video wegen der Hintergrundgeräusche. Aber die sind immer noch nicht fertig. Und jetzt habe ich gedacht, das ist egal, falls wir gleich irgendwie andalusische Flüche hören. Macht ja nichts, passt ja zum Thema Spanisch. So, Tipp Nummer 1. Ich bekomme davon das und das. Ist auf Spanisch me da. Kopfschmerzen, Allergie, schlechte Laune, Depressionen, Angst, einen Schock, Schreck und so weiter ist auf Spanisch esto me da. Was ist hier passiert? Unser Subjekt ist esto. Wir können es sogar weglassen, das Wort. Und auf Deutsch hatte ich, ich bekomme, ich bin das Subjekt, auf Spanisch nicht. Auf Spanisch bin ich das Objekt. Me. Machen wir mal ein paar Beispielsätze. Kopfschmerzen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Und ich spreche jetzt ganz generell. Esto me da dolor de cabeza oder auch in der Mehrzahl dolores de cabeza. Und das ist jetzt ganz generell gesprochen. Also ich bekomme davon Kopfschmerzen. Sprich mir mal nach. Esto me da dolor de cabeza. Derselbe Satz kann immer ohne esto stehen. Me da dolor de cabeza. Jetzt du. Ich bekomme davon Bauchschmerzen. Esto me da dolor de. Und jetzt kommt es drauf an, wo ich bin, in Spanien. Barriga, Estómago, Mexiko, Panza. Machen wir es mal ganz neutral, Magenschmerzen. Magen ist überall Estómago, machen wir mal das. Esto me da dolor de estómago. Jetzt du. Der Satz geht auch ohne esto. Me da dolor de estómago. Jetzt du. Das sind generelle Aussagen. Du wirst gleich sehen, warum ich das immer so sage. Nächstes Beispiel. Ich bekomme davon Depressionen. So, Hinweis, Depressionen auf Deutsch Mehrzahl, Spanisch Einzahl. Depression. Esto me da Depression. Jetzt du. Generelle Aussage und es geht auch ohne esto. Me da depresión. Angst, ich bekomme Angst. Me da miedo. Jetzt du? Ich bekomme davon Energie. Me da energía. Jetzt du? Ich bekomme davon Ideen. Esto me da ideas. Jetzt du? Und denselben Satz auch ohne esto. Einfach nur me da ideas. Mit den Wörtern Schreck und Schock lernen wir besser die Vergangenheit. Ich habe einen Schreck bekommen. Ich habe einen Schock bekommen. Im Perfekt für Spanien, me, ich bin also das Objekt,
Esto ist mein Subjekt, also ist das Verb auch weiterhin in der dritten Person Singular. Esto me ha dado un susto. Jetzt du. Ich habe davon einen Schock bekommen. Und derselbe Satz ohne esto, me ha dado un susto. Ich habe einen Schock bekommen. Me ha dado un shock. Und natürlich auch mit esto. Esto me ha dado un shock. Lateinamerika, anstelle des Perfekts nehmen wir indefinido, einmalig abgeschlossene Handlung, passt übrigens auch in Spanien. Statt ha dado nehme ich dio. Vorsicht bei der Aussprache, die Betonung ist quasi auf dem O. Es ist nicht dio, es ist dio. Esto me dio un susto. Jetzt du. Natürlich auch ohne esto, me dio un susto. Ich habe einen Schock bekommen, da haben wir auch das dio. Esto me dio un shock. Ohne esto me dio un shock. Jegliche andere Person, ich bekomme davon Kopfschmerzen, statt der Ich-Form, du bekommst davon Kopfschmerzen, beziehungsweise bekommst du davon Kopfschmerzen, brauchen wir uns keine Gedanken über das Verb zu machen, es bleibt immer da, nur das Objekt wechselt. Statt me sage ich te. Bekommst du davon Kopfschmerzen? Te da dolor de cabeza. Jetzt du. Selben Satz mit esto. Esto te da dolor de cabeza. Bekommst du davon keine Kopfschmerzen? No te da dolor de cabeza. Bekommt er davon Kopfschmerzen? Wir hatten gerade me, dann te, jetzt machen wir le. Le da dolor de cabeza. Bekommt er davon Kopfschmerzen? Jetzt du. Bekommt dein Vater davon Kopfschmerzen? So, wir machen die Zusatzinformation, dein Vater, wir behalten aber unser Le. Le da dolor de cabeza a tu padre. Warum habe ich hier das A? Weil ja unser deutsches Subjekt bekommt dein Vater. Dieses deutsche Subjekt ist ja auf Spanisch das Objekt. Und immer wenn das Objekt ein Mensch ist, brauche ich die Präposition A. Esto le da dolor de cabeza a tu padre. Jetzt du. Derselbe Satz ohne esto machen wir mal. Bekommt deine Mutter davon Kopfschmerzen? Ohne esto le da dolor de cabeza a tu madre. Jetzt du. Wir bekommen davon Angst. Es bleibt mit dem da. Die Verbform bleibt. Ich muss jetzt nur mein Objekt ändern. Uns, quasi wortwörtlich übersetzt, statt metele brauche ich jetzt das nos. Nos da miedo. Jetzt du. Wir bekommen Angst davon. So, bis jetzt hatten wir davon oder wir hatten esto oder auch nicht. Wenn ich aber jetzt die Ursache, mein davon, benennen will, was mache ich dann? Ich bekomme von Zigaretten Kopfschmerzen. Auf Deutsch ist mein Ich das Subjekt und meine Ursache ist Zigarette. Ne? Was ist der Grund?
Auf Spanisch nehme ich diesen Grund, mein davon, und das wird das Subjekt. Und ich muss noch zusätzlich etwas anderes beachten. Ich brauche unbedingt den Artikel. Ich kann nicht sagen, ich bekomme von Zigaretten Kopfschmerzen. Ich muss los cigarrillos sagen. Ich kann nicht Zigaretten einfach nur mit cigarrillos. Ich brauche los. Und meine Zigaretten, meine Ursache ist jetzt das Subjekt. Los cigarrillos me dan dolor de cabeza. Sprich mir erstmal nach und dann reden wir wieder darüber. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich jetzt nicht mehr da, sondern dann habe. Das N am Ende der Verbform ist ja immer Mehrzahl, es ist dritte Person, Plural. Warum? Da meine Zigaretten jetzt das Subjekt sind, muss ja mein Verb angeglichen werden. Vorhin, was war vorhin in den anderen Sätzen? Mein Subjekt? Esto. Esto ist dritte Person Singular. Er, sie, es. Es ist die S-Geschichte. Hier habe ich jetzt, ich muss also aufpassen, wenn mein Subjekt in der Mehrzahl ist, muss auch mein Verb in der Mehrzahl sein. Ich bekomme von Rauch Kopfschmerzen. Mein Gedankengang ist, wovon? Von Rauch. Das ist also jetzt mein Subjekt. Ich brauche auch den Artikel. Also Rauch ist humo mit H. Es ist el humo. Und ich kann aber nicht so abgesetzt sprechen. Ich kann nicht sagen el humo. Nein, ich muss es zusammenziehen. Es ist also el humo. Und dann klingt es schon wieder ganz anders. Deswegen sage ich ja auch immer, je mehr wir auf unsere eigene Aussprache achten, desto besser verstehen wir unser Gegenüber. Wenn du nur el humo sagst, würdest du auch nur el humo verstehen. Und so spricht keiner. Mir geht es ja um dein Verständnis. Also el humo. Sprich mir nach. Ich bekomme von Rauch Kopfschmerzen. El humo me da dolor de cabeza oder auch dolores de cabeza. Ich bekomme von Alkohol Kopfschmerzen. Von was bekomme ich das? Was ist meine Ursache? Der Alkohol, der ist im spanischen Satz jetzt das Subjekt. Wir haben da dasselbe Wort, aber das H sprechen wir nicht mit. Also ist es Alkohol ohne H. Und was brauchen wir? Wir brauchen einen bestimmten Artikel. El alcohol me da dolor de cabeza. Jetzt du. Thema Allergien. Ich bekomme von Käse Allergie. Eine Allergie? Ich bekomme von Käse Allergie. Ich bekomme von Käse eine Allergie. Beides geht, ne? Was ist meine Ursache? Der Käse. Ich brauche den Artikel und es wird mein Subjekt. El queso me da alergia. Jetzt du. Ich bekomme von Milch Allergie. Milch ist jetzt mein Subjekt im spanischen Satz. Ich brauche den Artikel. La leche me da alergia. Jetzt du. Ich bekomme von Milchprodukten Allergie. Die Milchprodukte, das sind die Lácteos. Es ist Mehrzahl. Los Lácteos. So, da ich ja Mehrzahl habe, mein Subjekt ist in der Mehrzahl, wird aus meinem Da, Dann. Sprich mir nach oder lass uns zusammensprechen. Los Lácteos me dan alergia. Dolor de cabeza. So, mein nächster Tipp ist, es ist in Situationen, wo wir vielleicht, ich hätte gerne, sagen könnten, aber ich bekomme, sagen, zum Beispiel an der Käsetheke. Ich bekomme 250 Gramm Käse. Statt ich bekomme, ist mein Subjekt die Person, mit der ich spreche. In Spanien duze ich ja gerne, also würde ich sagen, me das, und dann kommt meine Bestellung. Es ist also
nicht die Befehlsform dame. Es ginge, aber das, was ich dir vorschlage, ist viel eleganter, viel besser. Es ist also nicht die Befehlsform dame, sondern eine nettere Art, etwas zu sagen, me das. In Lateinamerika duzen wir nicht, da würden wir zu der Person me da sagen. Wir nehmen die dritte Person, Singular, weil gesiezt haben wir ja die Usted-Form, was der dritten Person Singular entspricht. Also wir bestellen Bäckerei, Fleisch, Käse, wo auch immer, me das in Spanien, me da in Lateinamerika. Weitere feste Ausdrücke, bekomme ich eine Garantie? Me da, wenn ich die Person sieze, oder me das, wenn ich die Person duze, me das una garantía, jetzt du. Und für Lateinamerika, ich duze nicht, ich sieze, me da una garantía, bekomme ich eine Garantie, bekomme ich einen Beleg. Spanien, geduzt, me das un recibo. Lateinamerika sieht sich statt, ich könnte recibo sagen, aber comprobante ist eigentlich treffender. Me da un comprobante. Und jetzt du. Und beide Sätze sind eigentlich noch besser in der Zukunftsform, weil es ja etwas ist, was, auch wenn es gleich passiert, aber es ist ja doch ein bisschen in der Zukunft, Spanien geduzt, me vas a dar un recibo. Lateinamerika gesiezt mit dem anderen Wort, comprobante, me va a dar un comprobante. Bekomme ich eine Garantie? Me vas a dar una garantía, beziehungsweise me va a dar una garantía. Bekomme ich keine Garantie? No me va a dar una garantía. Oder auch no me vas a dar ninguna garantía. Ich bekomme Probleme. Fester Ausdruck, esto me, und ich ziehe hier die Zukunftform vor mit ir a, esto me va a dar problemas. Jetzt du. Wenn ich Gegenwart nehmen wollte, würde ich generell sprechen, esto siempre me da muchos problemas. Jetzt du. Bekommst du davon keine Karies? Esto no te da caries. Nächster Tipp. Es geht um was ganz Aktuelles. Aktuelle Schmerzen, aktuelle Probleme, aktueller Schreck, aktuelle Angst. So, ich kann nicht mehr, wie vorhin, wie ich es mehrmals betont hatte, sagen, es ist generell, es ist ja aktuell. Also brauche ich die Verlaufsform. Mein da brauche ich in der Verlaufsform mit einer Form von estar und mein da wird dann zu dando. Esto ist in den meisten Sätzen mein Subjekt gewesen. Das ist ja die SES-Form, die dritte Person Singular. Also habe ich está dando. Mein me da dolor de cabeza wird zu, wenn es gerade im Moment passiert, wenn es aktuell ist, in diesem Moment, me está, schön zusammengezogen, me está dando dolor de cabeza. Jetzt du. Ich bekomme Kopfschmerzen. Jetzt. Ich spüre schon. Sie bekommt, man hört das, ne, im Hintergrund, meine Andalusia. Sie bekommt eine Depression, sie ist gerade dabei, es passiert. Es ist also ein Prozess, kann ja auch sich über Wochen hinziehen, aber es passiert gerade aktuell.
Ich sage jetzt nicht mehr me, ich sage nicht mehr te, ich rede ja von ihr, ich nehme le. Le está dando una depresión. Denk daran, Depressionen ist üblicher auf Deutsch in der Mehrzahl zu sagen und auf Spanisch in der Einzahl. Wir haben also una depresión oder einfach nur depresión, le está dando depresión, le está dando una depresión. Meine Mutter bekommt gerade Depressionen, die ist also in der Phase, wo sie immer deprimierter wird und Depressionen bekommt. Ich behalte mein le. Le está dando depresión a mi madre, a mi amiga, a mi padre. Aber ich fange den Satz mit le an und dann in der Verlaufsform. Das ist ungewöhnlich für uns. Wir haben keine Verlaufsform auf Deutsch. Deswegen baue ich das immer gerne mit in die Videos, in die Übungen mit ein, damit wir uns daran erinnern. Wenn ich Angst bekomme und das nicht generell ist, sondern aktuell, nehme ich die Verlaufsform, das Gerundium auf Spanisch. Me está dando miedo. Sprich mir nach. Bekommst du Angst? Wenn ich das also ganz aktuell frage, in diesem Moment. Te está dando miedo? Jetzt du? Und noch ein Satz, den ich mit ich bekomme gefunden habe. Ich bekomme keine Antwort. No me están dando respuesta. Das ist, wenn ich generell spreche. Ich rede also nicht mein Chef, von dem ich keine Antwort bekomme, meine Nachbarin, meine Angestellte, meine Verwandten. Einfach nur allgemein gesprochen, ich bekomme keine Antwort von einer Organisation, von einer Behörde, von etwas Offizielleren, dann würde ich immer die dritte Person Mehrzahl nehmen. Dadurch habe ich mein No me están dando respuesta. Deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, fester Ausdruck. Ich mache es jetzt zu einem festen Ausdruck, einfach damit das ein Satz ist, den wir drauf haben, weil wir ihn öfter gebrauchen können. Wir brauchen also Verlaufsform. Wir müssen aufpassen, wer ist Subjekt, wer ist Objekt. Plötzlich ich bekomme, jetzt bin ich im spanischen Satz das Objekt. Warum die dritte Person Plural? Weil wir ein ellos haben. Ellos, sie, die anderen. Ellos no me están dando respuesta. Ich bekomme keine Antwort. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich überlege gerade, Spanien, perfekt. Aún oder todavía no me han dado respuesta. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Selben Satz, noch ein bisschen schneller. Todavía no me han dado respuesta. Jetzt du. Mein todavía kann Ansatzende. No me han dado respuesta todavía. Jetzt du. Denselben Satz mit aún. Es ist egal, welchen du persönlich sagen willst. Aber mir geht es ja darum, dass du die Einheimischen besser verstehst. Und dann brauchen wir das ganze Panorama, so wie die sich ausdrücken könnten. Fangen wir mit aún an. Aún no me han dado respuesta. Ich sag's mal ein bisschen schneller. Aún no me han dado respuesta. Jetzt du. Mein aún kann auch ans Satzende. No me han dado respuesta aún. Jetzt du. Du hast vielleicht gemerkt, mein respuesta hörte auf A auf und mein aún fängt mit A an. Ich setze also nicht ab, so wie auf Deutsch, sondern ich sage, no me han dado respuesta aún. Okay? Und für Lateinamerika, ich würde nicht das Perfekt nehmen, sondern indefinido. Und in der Mehrzahl ist es nicht mehr dieses dio, sondern dieron. Machen wir mal und sprich mir bitte nach. Todavía
No me dieron respuesta. Jetzt machen wir aún, ich stelle es an Satzende. No me dieron respuesta aún. Und als letzter fester Ausdruck ist ein schöner Satz, den ich gerade bei YouTube gesehen habe. Ich bekomme nichts Gutes zurück. Und da war der Satz auf Spanisch, no, also ich verdrehe ja wieder, ich bekomme, ich wird also das Objekt, ich brauche Grundium und dieses Zurückbekommen, das fand ich auch toll, weil das a cambio ist. Also ich bekomme nichts Gutes zurück, no me están dando nada bueno a cambio. Warum habe ich hier están dando? Weil mit Inbegriffen die Idee von ellos ist. Deswegen habe ich jetzt hier die dritte Person Plural. Ich bekomme nichts Gutes zurück. Ziemlich verdreht. Deutsch, Spanisch. Was ist das Subjekt? Was ist das Objekt? Wer macht was? Müssen wir also aufpassen. Deswegen üben wir solche Sätze, damit wir die verinnerlichen. No me están dando nada bueno a cambio. So, Sandra, was ist denn mit recibir? Wofür gibt es dieses Verb, wenn wir es nicht gebrauchen? Doch, wir gebrauchen recibir, aber nur, wenn es richtig erhalten heißt. Zum Beispiel bei Benachrichtigungen, bei Post und Paketen, bei Anrufen und bei Geld, würde ich sagen. Vier Kategorien. Benachrichtigungen, Post und Pakete, Anrufe und Geld. Ich habe einen Anruf bekommen. He recibido una llamada. Jetzt du? Ich habe keinen Anruf bekommen. No he recibido ninguna llamada. Jetzt du? Für Lateinamerika. Recibí una llamada. Ich habe keinen Anruf bekommen. No recibí ninguna llamada. Du hast eine Nachricht bekommen. Has recibido un mensaje. Sprich mir nach. Lateinamerika. Recibiste un mensaje. Paket, Post. Also ich erwarte etwas, ich nehme also Zukunft. Ich bekomme heute ein Paket. Interessanterweise eben Zukunft auf Spanisch. Hoy voy a recibir un paquete. Un envío. Machen wir den ganzen Satz. Dieses hoy voy reimt sich ja. Hoy voy a recibir un paquete. Heute werde ich irgendetwas bekommen. Von der Post, von der Mensajería. Hoy voy a recibir algo. Bei Geld, genau. Das Verb ist nicht unbedingt erhalten, sondern beziehen. Wenn ich Geld beziehe, regelmäßig, von meiner Rente, von irgendwelchen Einkünften. Recibo dinero de, und dann geht's je nachdem, von wo, von wem du Geld bekommst, beziehst. Wenn du aber sagst, ich bekomme noch Geld von ihm, ist es ja kein Beziehen. Dann musst du, nehmen wir entweder Schulden oder du sagst, todavía me tiene que dar. Erinnerst du dich an den Ausdruck von vorhin? Mit dar und das ich bekomme, ich wird dann das Objekt. Geld ist also, müssen wir unterscheiden, beziehen oder ist da irgendwie noch eine Schuld dahinter, ne? Wie so viele andere Themen ist auch dieses gewöhnungsbedürftig. Merk dir mit me da, wenn du von dir selbst sagst, ich bekomme,
liegst du meistens richtig, es sei denn, es ist was Aktuelles. Me está dando. Sag nicht mehr recibo.